viele kommen hier eigentlich noch? Ich frage für einen Freund. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich muss hier einfach... durch, oder? Tschüss. Hallo. Danke. Komm, lass mal gut sein. Außerdem hast du echt dick Mundgeruch. Ich glaube nicht, dass es der Plan ist, sich hier durchzukämpfen. Okay, Big Guy. Wieso Big Guy? Och nö. Was macht denn der jetzt hier? Das passt mir ja mal überhaupt gar nicht. Oh. Da war ja was. Warte mal. Oh. Das war jetzt vielleicht... Oh, das wollte ich gar nicht. Was ich gar nicht nett finde, ist, dass der automatisch die Blendgeschosse nutzt. Darf ich mal? Entschuldigung. Ich bin nur auf Durchreise. Aua. Aua. Ich weiß, dass sie keinen Schaden machen. Aber der wählt sonst die anderen nicht aus. Warum wählst du nicht mehr die anderen aus? Ich drücke doch F. Mehr als F drücken kann ich nicht. Ah, guck mal, Scharfschützenmunition. Ja, also was auch immer es sich mit dieser F-Taste da auf sich hat. Sie ist nicht sehr funktional. Ach Mensch. Guten Tag. Magnum-Munition. Nehme ich auch gerne. Ich glaube, ich renne einfach. Solange der... Also die F-Taste funktioniert. Ach, hört ihr jetzt auf, mich zu verfolgen? Ach, das auch. Das. Also die F-Taste für alles funktioniert, nur nicht für den Granatwerfer. Probier's doch mal mit einer Rohrbombe. Ah, this is where I would hide place my pipe bomb. If I had any. Fummel. Ich. Aha. Ja, ich meine, whatever floats your boat, right? Ich würde in der Ritze stecken bleiben. Ich auch. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmliches Getue. Ich weiß, es ist meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen. Die Höhle mit Wandmalereien und einem steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat das alles erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Guck mal, Explosivgeschosse. Die wir bestimmt ausrüsten könnten. Oder willst du, dass ich...
Nö, er lässt mich einfach... Er lässt mich das einfach nicht nehmen. Außer, ich hätte eine Idee. Warte mal, ich hätte eine Idee. Die Steuerung vom Controller hat mir gerade verraten, dass es LT und A ist. Also zoomen und dann die Taste. Tatsächlich ist es so, dass er es so nicht ändert. Man muss dafür anvisieren. Ist das bescheuert? Oh, ist das bescheuert? Dann schreibt doch nicht F drin, dann macht doch rechte Maustaste und F. Oh, ist das bescheuert? Wer denkt sich denn sowas aus? Ach, danke schön für den Ohrwurm. Mensch, den hätte ich jetzt ja überhaupt nicht gebrauchen können. Gott verdammt. Ah, was mache ich hier überhaupt? Da ist eine ominöse rote Tür. Ich muss durch diese... Muss durch diese ominöse rote Tür. Außer natürlich, ihr wollt, dass ich jetzt gegen... Ach, guck mal da. Dich habe ich ja gar nicht vermisst. Oh Gott. ich bin sehr froh, den Granatwerfer zu haben. Falls es überhaupt der Plan ist, jetzt gegen dich zu kämpfen. Was macht der da oben? Oh. Oh, oh. Ah! Alles tippitoppi hier. Schießpulver, rostige Reste, Chemikalien. Ah, du brauchst halt Kraut, ne? Ich will aber kein Kraut dafür benutzen. Ich hab noch Minen! Hallöchen, Ghost Gamer. Wunderschönen Donnerstag wünsche ich dir. Ich hab noch Minen. Hell yeah. Komm her, mein Großer. Oh Gott. Großer? Oh Gott! Oh, oh mein Gott! Ich bin ein bisschen in ihn reingerannt, glaube ich. Lass mich ein bisschen Wasser über meine drei Finger gießen. Was? Du hast überhaupt nicht den Platz hier drin, um dich so zu bewegen. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Sehr gut, danke. Das ist immer schön. Das freut mich. Oh oh.
Nein, ich muss mal ganz kurz vorbei, Großer. Darf ich mal? Dankeschön. Ach, guck mal, flüssige Chemikalie. Problem. Wir haben noch mehr als genügend Pistolenmunition. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, die werde ich erstmal benutzen müssen, um mich von den Kleinen zu befreien. Oh Gott. Bin dafür. Außer. Stopp. Ich kann natürlich noch die ein oder andere Bombe herstellen. Du bist echt hässlich, weißt du das eigentlich? Ist das überhaupt der Plan? Mache ich das überhaupt richtig hier? Besser spät als nie. Ah, nice, er ist tot. Heilige Mutter Gottes. Okay. Ja, cool. Das, war dann der Große. Das finde ich sehr angenehm. Okay, das heißt, die Kleinen droppen einem tatsächlich nur Scheißdreck, damit man sich ein bisschen was... nice. Erste Hilfe in der Arznei. Dass man sich hier ein bisschen was zusammencraften kann, um sich den Bosskampf zu erleichtern. Das finde ich cool. Oh, ist das hübsch. Oh, ist das hübsch hier. Oh, geil. Ist das so eine Salzkristallhöhle? Hat die viel geblinkt, blonkt. Oh, gib mir alles. Oh ja, geil. Hier blinkt, blonkt bestimmt doch noch mehr. Nein, war's das? Nein, das war noch nicht alles. Das sieht aus wie ein Gesicht hier. Du hast hier die beiden Augen. Und hier hast du den Mund gemacht. So. Ah, das finde ich funny. Achso, den habe ich gar nicht aufgehoben. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn hier noch? Ah, da! Oder? Oder? Ich sehe noch. Ich war eigentlich auch der Meinung, ich hätte noch was gesehen. Ah, da! Aber bei dem Großen gab's noch was. Bestimmt hier noch ein... irgendeinem Seitending. Ja, Mann. Ach, guck mal. Die Rohrbombe. Ich sag ja, da wo man sie theoretisch braucht, kriegt man sie dann halt eigentlich... ziemlich schnell wieder. Was? Gronkh lief da nur durch, meinte nur, oh, es glitzert. Kam auch nicht auf die Idee, dass es die Steine sein könnten. Ich dachte auch zuerst, es gehört irgendwie mit dazu. Aber ich weiß nicht, so der Instinkt, so weil es vorher anders war, hat mir halt was anderes gesagt. Und dementsprechend habe ich halt einfach probiert und habe ich gesehen, dass die runtergefallen sind. Und da dachte ich mir, cool. Dann ist da halt noch mehr.
Apropos noch mehr, da vorne beim Speicherpunkt war noch was. Egal. Habe ich bestimmt einfach nur eine Kiste oder so übersehen. Sein Ernst? Oh. Ist das die Mutter? Die Mutter Miranda? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Ich kann mir, die Überlegung kam mir gerade. Ich renne nur mal ganz kurz zurück. Hier zum Anfang. Mir kam gerade die Überlegung, dass bestimmt geplant war, für alle vier. Achso, da komme ich gar nicht zurück. Gut, dann habe ich Pech gehabt. Für alle vier so ein ähnlich großes Areal zu haben wie für die Dimitrescu. Das wäre aber viel zu lang gewesen. Und deswegen haben sie bestimmt viel rausgecuttet. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil, warum sollte ausgerechnet die Dimitrescu ihr großes Schloss haben? Und der Rest hat nur so ein Pipi-Kack gekriegt. You know? Die deutsche Stimme ähnelt dem Originalen voll gut. Das ist schön. Das hört man gerne. Obwohl ich bei dem auch eher erwartet hätte, der hätte, weiß ich nicht, der sieht aus wie so ein texanischer Cowboy. Ich habe da irgendwie was anderes erwartet. Mit seiner Matrix-Brille. So. Hier ist noch ein Wild. Ich muss erst nochmal hier runter, Entschuldigung. Den ich eben gerade irgendwas. Vor allem, was für ein Alter eigentlich? Foto eines Geisterfisches. Ach Gott, wir haben ja auch irgendwo noch diese besondere Sau, ne? Guck mal, die Raubbombe. Da ist sie wieder. Sonst nix? Kein Zettel? Ah, doch. Notizen zur Kado-Implantation. Probanden 174 bis 181. Silberschmied, Namen von einer Lungenentzündung. Konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Auf die Weide geschickt. Bernadette. Weiblich, keine Bestimmung. Ja, Ergebnis, tot. Weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht. Nicht aus dem Dorf vererbte Blutkrankheit. Kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Alcina D. Ist das nicht Dimitrescu? Heißt die nicht so? Alcina mit Vornamen? Dachte ich. Weil, ich habe mir letztens mal auf Nexus die Mod-Seite von Resident Evil 8 angeguckt. Weil die näher gesagt hat, dass man die sich nackig machen kann. Die kann man sich gar nicht nackig machen.
Ich wurde auf eine falsche Fährte geführt. Dann habe ich aber ganz andere, habe ich halt lauter Character Replacement Mods für Lady Di gesehen. Also halt, dass sie dann halt aussieht wie Ada Wong mit einem passenden roten Kleid. Oder dass man anstatt des Ethan mit seiner Tochter spielen kann, inklusive kompletter Third-Person-Ansicht, dass man das Gesicht vom Baby von der Rosemary ausgetauscht mit dem Gesicht vom Chris, also vom Redfield, und umgekehrt. Sieht ziemlich funny aus. Oder hier, eine Waffe sieht anders aus. So Kram halt. War jetzt nicht so besonders sonst. Wo bin ich denn hier? Ach was. Ach, Elfriedhof. Elfriedhof. Ach, so viel Stoff ist da nimmer. Ja gut, ich meine, auf jeden Fall mehr als vorher. Irgendeiner hat noch mit einer Mod die Kapuzen von den drei Töchtern weggemoddet und diesen Umhang weggemacht, also dass die halt nur dieses Kleid am Hand. Irgendeiner hat ein kurzes, knappes, schwarzes Kleid für die Rosemary gemacht, dass man dann damit zocken kann. Hier soll noch... Hätte ich, glaube ich, Bock drauf. So, warte mal. Ich wollte speichern. Mit dem Duke jetzt nochmal zu reden, macht ja keinen Sinn. Und wir wollen unsere Tochter mal hier reinlegen. What was that? Dieses Regenschirmsymbol, ne? Macht mich fertig. Das DLC habe ich nicht geguckt, würde mich interessieren. Ja, mich auch. Oh, mach doch alle gleichzeitig rein, Junge. Oh. Jeden einzeln drücken. Wir machen doch jetzt safe diese... Ach so, klar, den nehmen wir mit. Ist gar kein Thema. Hä? Ich muss noch mal gucken, was das DLC kostet. Aber ich glaube nicht die Welt. Warte, wieso geht die Tür jetzt auf? Wir waren hier doch schon mal. Also ich meine, klar, das ist, wir sollen jetzt hier durch, aber warum war die Tür zu? Mega weird. What's going on? Das war ich. Ich habe gepupst. Ja, und hier legen wir jetzt den Kelchen logischerweise wieder drauf. Das ist ja, jetzt nicht so. Geh mal ans Gitter vorne. Zu spät. Wo zum Henker ist das denn jetzt? Huch! Huch! Was war denn am Gitter näher? Was hätte ich denn sehen können? Eventuell eine Ziege. Dann, ja gut. Ich habe wahrscheinlich so viele von diesen kleinen Holzziegen übersehen. Sag mal, wo zum Henker geht's hier eigentlich hin? Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Ah. Ah ja. Aha.
fehlen Texturen, die man so sehen kann. Das ist ja ziemlich funny. Man kann den Tunnel da durchsehen, durch den wir gerade gefahren sind. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America, I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Der klingt, ich weiß nicht, wie ein TikToker, den ich kenne, also dem, mit dem ich halt folge, so ein Cosplay TikToker, der klingt ähnlich. Also die haben denselben Akzent. Das ist ziemlich funny. Ah, ein so ein trauriges Schießpulver, ha? Ich mag die Fabrik. Ich bin gespannt. Weil das soll ja schon so der fieseste von allen gewesen sein. Obwohl ich ja echt sagen muss, so vom, weiß ich nicht, Gedöns war die Lady D und ihre Töchter. Fand ich die schon cooler als die anderen beiden. Also die Puppe war grausam. Die Puppe war einfach grausam. The Moreau, weiß ich nicht.